Hallo Leute und willkommen zum nächsten Part von Switchcraft. Und ich habe jetzt ein neues Headset, wie ich wahrscheinlich schon erwähnt habe. Und wenn nicht, jetzt ist meine Audioqualität hoffentlich besser. Nehme ich jedenfalls an. Ja, mal sehen. Wir gehen jetzt mal in die Switchcraft-Welt. Switchcraft selber. Okay. Ja, das liegt daran, dass ich die Welt beim Zanyan du Mörder genannt habe. Scheint alles wie vorher zu sein, nur dass es seltsame Sachen im Inventar hat, wie immer. Okay, was ist denn hier los? Warum stellt er sich hier so seltsam hin? Ja, ja, okay, ist noch alles wie vorher. Das hat er natürlich auch nicht repariert, aber ich glaube, das wird keiner von uns beiden reparieren. Weil ich irgendwie bezweifle, dass das jemals jemand tun wird. So, mal sehen, was hat er denn so gemacht? Irgendwie habe ich die Ahnung, die Vorahnung, dass... Ja, er hat was beim Teleporter gebaut. Das habe ich irgendwie geahnt. Huch. Der Teleporter spackt ein bisschen. Bei dem hier muss man reinspringen, bei dem hier reicht es, wenn man irgendwie reinläuft. Lass mich raten, die heilige Höhlendendelein ist hier drin. Rest in Peace, Punkt B. Rubens Intelligenz 0-1 Roffel. Rechnen. Alter, ich habe den größten Lachanfall meines Lebens fast bekommen. Daraus mache ich noch was. Oh Mann, er hat einfach die heilige Höhlendendelein geklaut. Ah ja, und noch etwas. Zanyan ist richtig mies. Nämlich, erinnert euch doch sicher noch an die Sache mit dem Eiskor. Der besagte Eiskor. Dieser Eiskor, er war nie tot. Ja, okay, jetzt haben wir wieder das Schafe. Da kann ich überall meine Initialien aufbauen. Dieser Eiskor. Er ist nicht tot. Der Eiskor lebt. Er lebt anderswo. So, ich suche mal hier noch Sachen. Okay. So, ich hol mir jetzt meinen Eiskor. Hier. So. Bevor er die heilige Höhlendendelein des ultimativen Todes hat, ich habe keine Ahnung. Ich werde das auch einfach nachschauen. Ach ja, das ist noch ein Boot. Irgendwie wird der Zanyan immer asozialer. Ist es dein Ernst? Na gut, dann haben wir jetzt ein Boot geschrottet und eins haben wir jetzt einfach bekommen. What the fish? Irgendwas sieht da hinten auf der Insel extrem seltsam aus. Ich weiß, diesen Part lang werde ich einfach nur Fallen für den Zanyan bauen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Zanyan, das war nicht fein von dir. Der Eiskor spackt übrigens die Textur, wenn man das so macht. Wie ich. Hier irgendwo war der Eingang. Ja, genau hier. Hier. Der Eiskor lebt. Ich hab den Eiskor. Den echten Eiskor. Der Rest ist all... Ich frag mich, wie hat er so viel Eis bekommen? Hat er sich das Eis alles gecraftet? Nee, Moment mal. Ich hab das Crafting-Rezept für den Eiskor deaktiviert. Das ist jetzt ein bisschen suspekt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Nee. Der Zanyan hat hier gecheatet. Anders ist es nicht möglich.
Hey, warum ist hier auf einmal alles vereist? Hat der Sanyan das gesetzt oder liegt es an dem Eiskor? Ich habe die seltsame Befürchtung, dass der Eiskor alles zerstört hat auf der Insel. Vielleicht breitet sich das ja aus. Hashtag Roleplay. Aber wie sieht das jetzt aus mit der heiligen Höhlendendelein? Der Zanyan weiß auf jeden Fall, dass ich in der Lage bin, diese Blume zu finden. Mit Game Mode 3. Gehe ich jedenfalls davon aus, dass er das weiß. Da wollen wir auch mal gleich mal ausprobieren, ob das stimmt. Game Mode 3. Irgendwo eine Kiste. Oh, ach ja, stimmt. Einfach hier. Zu schön gewesen. Es wäre einfach zu schön gewesen, aber nein. So sind die Zanyans von heute eben. Dafür gibt es eine Rache. Herr, aber wo soll die heilige Höhlendendelein denn sonst sein? Nee, ich habe keinen Plan. Wo kann er die versteckt haben? Vielleicht hier drin? Oh. Ah, super. Ach ja, übrigens, es ist gerade 23.49 Uhr, deswegen klinge ich ein bisschen anders als in den anderen Minecraft-Folgen. Fuck, der Ton war viel zu laut. Oh nein, das hört man dann alles nicht. Och nee. Auf jeden Fall gibt das Rache. Ich muss mir mal eben anschauen, ob die Aufnahme wirklich so kacke ist, weil wenn ja, dann muss ich die nochmal neu machen. Wartet ganz, ganz kurz. So, da bin ich wieder. Und die Aufnahme ist eigentlich, werdet ihr wahrscheinlich bemerkt haben, die Soundqualität ist richtig mies. Richtig mies, aber ich kann es auch nicht im Nachhinein beheben. Und jetzt muss ich die heilige Höhlendendelein finden. Und wenn ich das gefunden habe, dann baue ich eine tolle Falle für den Zanyan. Einmal eine Command-Block-Falle. Da könnt ihr auch noch gleich was lernen. Und einfach nur eine Standard-Pistenfalle höchstwahrscheinlich, weil... Warum nicht? Ich will den Zanyan auf jeden Fall... mich rächen und... Nein! Die heilige Höhlendendelein steht nicht auf ihrem ehemaligen Altar. So, das heißt, wie stelle ich dem Zanyan am besten eine Falle? Also, das mit Kommandoblöcken sollte eigentlich sehr easy sein. Ich habe da schon Pläne und Vorstellungen. Die andere Frage... ach du meine Güte. Ach, war klar. War klar, war klar, war klar, war klar. Ich sollte wirklich nicht aufnehmen, wenn es später ist als 23 Uhr. Aber es ist schon fast 24 Uhr. Also noch haben wir den 29.05. In 5 Minuten haben wir einfach schon den 30.05. Ja, so ist das Leben. So ist das Leben, meine Kinder. Manchmal kriegt man halt ein Goldschwert mit Schärfe 5 und Sharpness. Und Fire Aspect 2. Nee, obwohl, es hat einfach... Na okay, es hat Schärfe 2, aber... Das ist völlig irrelevant. Irrelevant, irrelevant. Ich weiß exactly what I'm doing. So, als erstes... Ich mache hier mal wieder so ein Schild. Zanyan... Wenn du mir nicht die Dendelein zurückgibst, dann wird dir Schlimmes widerfahren. So, hier drin
lege ich einen Rottenflash, eine Gasträne, ein Rottenflash für einfach meine verschwendete Zeit, eine Schweißträne und das ganze Leid, das ich hatte, und einen Setzling für das Leben und ein Boot für die Sinnlosigkeit und ein Itemframe dafür, dass ich den Eiscore wieder hab. Und diesen besagten Eiscore muss ich natürlich auch gut verwahren. Ich habe eine ausgezeichnete Idee. Ich glaube, den Eiscore, den verstecke ich einfach im Ofen. Ich wette, der wird ihn niemals im Ofen finden, den Eiscore. Niemals. So, den Rest, den... Tja. Oh, ich bin zu müde, um zu denken. Ich kann immer nur eins von beiden. Aufnehmen oder denken. Aber Moment mal. Eigentlich sollte ich hier doch noch... Genau. Das Ding hier sollte eigentlich noch stehen. Genau. Davon habe ich gesprochen. So, dann würde ich sagen, ich baue diese alte Maschine einfach wieder auf. Oder? Geht's hier wirklich noch ganz tief runter? Ich glaube, ich lasse es. Ich baue dem eine andere Maschine. Aber einweihen sollte ich euch schon. Was könnte ich, der schlaue Apfel, jetzt tun? Ich glaube, ich schwimme einfach wieder aufs Meer hinaus. Und... Ach, wisst ihr was? Ich baue einfach wieder eine Redstone-Maschine, die ihn in der Folge erschrecken wird. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, das nehme ich jetzt einfach im... nicht auf, sondern das werdet ihr einfach bei der Zernia in seiner Folge sehen. Ich mache einfach irgendwie, dass nach der Zeit, dass dem Zernia schlimme Dinge widerfahren, wie auf dem Grabstein halt stehen. Und Zernia wird dann komplett ausrasten, glaube ich. Und ja, ich baue jetzt dem Zernia einfach so ein Redstone-Ding, weil er hat mir einfach die heilige Höhlendendelein gestohlen. Was Schlimmeres kann der Zernian eigentlich nicht machen. Von da aus würde ich sagen, ich bin jetzt ein bisschen wütend auf den Zernian und würde sagen, meine Rache wird kommen. Ciao, Leute, und schaut mal bei Zernian vorbei im nächsten Part, wie er so darauf reagiert. Tschüss!